Diesmal aus meinem Auto. Wir sind gerade am Weg ins Donauzentrum, um ein paar Dinge noch zu organisieren. Ich bin jetzt gerade im Donauzentrum und still die Kleine gerade noch, falls jemand ihre Hände sieht. Hallo! Wir müssen noch ein paar Dinge besorgen für die Taufe. Ich habe vor, die Taufkerze selbst zu gestalten. Mal schauen, wie das aussieht. Ich habe unsere Hochzeitskerze auch selbst gestaltet. Hallo! Und ich werde mal schauen, was ich dazu finde bei Müller. Ich werde euch gleich mitnehmen und im besten Fall finden wir alle Sachen, die ich noch brauche. Unter anderem eine weiße Taufkerze, dann vielleicht ein bisschen Schmuck oder so. Oh, ein Fuß. Und dann brauche ich noch ein paar Deko-Geschichten. Ich werde euch einfach mitnehmen und ich hoffe, ihr habt Spaß. Bis gleich. So, ich brauche so eine Knöpfe. Dann möchte ich noch eine rosa. Tschakka. Und diesen auch. Lustige Balloons. Yay! Zwei Stück. Ich muss jetzt nur noch herausfinden, wo meine coole Karte ist. So, ich habe alles bekommen, was ich wollte. Hoffentlich. Mäuschen ist super müde. Und sie wollte aber nicht schlafen. Deswegen jetzt ab nach Hause. Tschakka, tschakka. Und dann Kind ins Bett und normale Abendroutine. Ich hoffe, es war cool, mal so ein Follow Me Around und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Hallo! Ich wollte jetzt noch schnell zeigen, was ich heute gekauft habe für die Taufe von Hannah und was ich damit vorhabe ungefähr, und im Verlauf der nächsten Tage werde ich dann zeigen, was ich genau damit gebastelt habe. Fangen wir mal an mit etwas, was ich nicht gebastelt habe. Und zwar gab es heute bei dem Kleidungsgeschäft Donal so ein hübsches Kleid von Name It. 26,99 hat es gekostet. Es ist oben mit wunderschönem Satin und unten mit einem sehr interessanten Chiffon. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Und ein Unterkleid natürlich. Und ja, ich bin ganz happy, dass ich das gefunden habe. Passend zur Krawatte meines Mannes. Für den Anzug von unserem Sohn haben wir eine kleine Krawatte gekauft. Vollherzig. Hat gekostet 7 Euro. Auch nicht so schlimm. Gut. Dann habe ich eh schon gezeigt, jede Menge rosa und weiße Servietten. Was habe ich damit vor? So Pompoms. So circa so groß. Jetzt habe ich endlich ein Mädchen und kann das auch ein bisschen kitschig gestalten. Gut.
habe ich gekauft so Favorite Boxes. Schauen wir mal, ob man das sehen kann. Das sind süße kleine Boxen, die wir benutzen können, um unseren Gästen eine Kleinigkeit mit nach Hause zu geben. Und 50 Stück, 11,50 Euro. Super. Sehr gut. Werden wir dann schauen, wie wir das oben zusammenbinden, weil es ist kein Band dabei und ich möchte aber, dass alles zusammenpasst. Wir werden schon schauen. Dann haben wir was ganz Süßes gefunden. Das ist ein Jar of Wishes, wo man auf kleine Holz... Warte mal, hier ist es am besten zu sehen. Auf kleine Holzherzen liebe Sprüche draufschreiben kann oder die Wünsche für das Brautpaar normalerweise. Aber in dem Fall für unsere Tochter werden wir da hinstellen und oben ist es, vielleicht kann ich es mal aufmachen, oben ist es ähnlich wie ein eine Spardosenöffnung und ich finde einfach die Idee ganz süß und ich werde vielleicht hier noch so eine kleine Banderole ausdrucken mit ja, den Text muss ich mir noch überlegen, aber so in die Richtung für Hannah Marie zur Taufe, die besten Wünsche oder so irgendwie. Ich weiß noch nichts. Vielleicht finde ich auch auf Pinterest was. Und oben ist diese Öffnung eben. Gut. Dann habe ich noch besorgt die Taufkerze ohne irgendetwas. Die übrigens sogar ein bisschen dicker sind als die regulären. Und das finde ich viel besser. Weil die von Raphael, die wir ganz regulär gekauft haben damals, ich wusste noch nicht, dass man das auch selber machen kann, die hat sich im Sommer liegend verbogen. Was? Warum? Keine Ahnung. So ein kleines Röckchen für unten dran habe ich jetzt auch in rosa, weil wir hatten nur ein Blau für Raphael. Dann mache ich unsere Taufhefte aus rosa und weißem Papier selbst. Das wäre 2x A4 mit 165 Gramm. Und ganz eine schöne, eigentlich Schmuckkordel. Mir hat das Geschenkspapier nicht gefallen. Es hat alles so nach Geschenkspapier ausgesehen. Ich wollte eine Stoffkordel haben und habe bei Müller von Rhea eben so eine Schmuck... Hoppla. Moment! Hab bei Müller eben so eine Schmuckkordel gefunden. 20 Meter. Somit habe ich auch kein Problem, dass mir nach 5 Metern... das Band ausgeht. Gut. Für die Taufkerze habe ich dann zudem dann noch was Personalisiertes draufkommt. Werden wir dann schauen, wie cool das aussieht. Habe ich dann noch so ein Wachsmotiv gefunden mit Ranken. Das ist eher schlecht. Das ist eher schlecht. Aber wenn ich so halte, ist es vielleicht scharf. Okay. Das war so mein heutiger Einkauf. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und schreibt mir unten in die Kommentare rein, ob es euch gefallen hat. Und was ihr vielleicht selbst gebastelt habt für die Taufe. Vielleicht kann ich mir noch ein paar coole Ideen schnappen. Es ist nur noch eine Woche bis dorthin und ich bin schon sehr hinterher. Aber wie immer, wir kriegen das schon hin. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart heute und wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht und wir sehen uns ganz bald. Tschüss!